Okay, da hinten müssen wir dann hin. Ach, Kielbrück, dann da hinten. Okay. Kommt mit! Ich bringe euch zu Goltans Hof. Lasst alles zurück, was ihr nicht braucht. Genau, hier ist ja der bevorstehende Krieg eigentlich im Gange. Wenn ihr bereit seid, brechen wir auf. Ach verdammt, Mist, dann hätte ich da oben sein müssen, ne? Ja, perfekt. Man merkt einfach die düstere Stimmung. Aber ja, alles klar. Ja, Spiel hat ein Update bekommen. Das ist jetzt auf Version 1.3, also 1.03. Dann haben sie, glaube ich, irgendwas gefixt. Meine jedenfalls. Ah, warte mal kurz. So. Okay, das könnten wir auch machen. Wir könnten jetzt... Na gut, komplett könnten wir das nicht mehr. Sowieso nicht, weil das Ding einfach voll braucht. Ey, warum? Ach, ist ja scheiße. So. Dachte, wir könnten jetzt endlich mal den Zyklus da fertig kriegen. Habe ich mich wohl geirrt. Naja, die bringen nicht so viel. Ah, endlich, Sid. Gut, dass du da bist. Die, Ruine ist gleich da drüben und wahrscheinlich auch die Kreatur, von der ich dir erzählt habe. Würdest du, vorgehen? Kein Problem. Ich mach das schnell. Warum ist die so komisch? Jemand zu Hause? Der wird sicher nicht freiwillig gehen. Wieder ein Ariman. Helfen wir nach. Ungebetener Gast steht auch einfach nur. Ah, er kann ein Todesurteil. Ach so, die Leiste hat sich jetzt einfach nur erhöht. Ach so. Verstehe. Ja gut, dann werden wir das als nächstes fertig kriegen. Ja, müssen jetzt 2000 Punkte noch sammeln. Ich habe jetzt den Namen davon vergessen. Fertigkeitspunkte, denke ich mal. Ich glaube, hier ist mit der Todesurteil. Ja.
Ja, passt ja, dass er Todesurteil macht, ne? Wow, 921. Und besiegt. Ah, nur 30. Nicht gut. Was tue ich nicht alles für dich mit? Sid! Oh, was habe ich gezittert? Wieso? Jetzt dürfte es sicher sein. Sieht so aus. Dann lass dich nicht aufhalten. Wir sorgen dafür, dass das ganze Material heil im Versteck ankommt. Alles klar. Ich gehe mit Bericht erstatten. Okay. So, und wieder zurück. Ja, ich möchte jetzt die Hauptstory erstmal weiter, weil die beiden Mobs sind anscheinend noch nicht an Orten, wo ich hin kann. Deswegen, da warte ich dann erstmal. Ja, und dann spielen wir ein bisschen die Hauptstory weiter. Ist, glaube ich, nicht so falsch. Ja, so eine kleine Minikarte da oben wäre echt mega praktisch. Wie sie es halt in Final Fantasy XIV gemacht haben. Hätte ich gerne, sage ich ganz ehrlich. Ständig dieses auf den Touchpad klicken nervt. Hat jetzt das Material für den Helm. Sie wird bald hier sein. Wunderbar. Wieder einen Schritt weiter. Und was fehlt uns da noch? Nur noch die Schilde. Die sind etwas vertrackt. Wieso? Dank der Panzerung glüht der Antrieb zwar nicht durch, aber dieses Ding spuckt genug Feuer, um den Rest des Schiffes abzufackeln. Schön. Deshalb brauchen wir eine gute Abschirmung. Damit das Feuer schön da drin bleibt und draußen keinen Schaden anrichtet. Erst wollte ich eine dreifache Schicht Stahl benutzen oder irgendein gefallenes Material, aber das wird zu schwer. Der Helm und die Panzerung haben schon ein irres Gewicht. Wenn er noch viel mehr dazukommt, gluckert uns das Schiff noch vor der Jungfernfahrt ab. Ach, ich brauche irgendwas Leichtes, aber ich habe absolut keinen Schimmer, was man da nehmen könnte. Also wenn ich so eine Frage hätte... Dann wüsste ich, zu wem ich gehe. Hippokrates. Hippo? Klar, den hatte ich auch im Visier. Ja, genau. Ich hab dir das Problem hier veranschaulicht. Kannst du ihm das bringen? Vielleicht weiß er ja was. Wird gemacht. Der gute alte Hippokrates. Der leider ganz am Ende. Edith hat angefangen, Bücher zu lesen, die keine Bilder. Mit ist in letzter Zeit. Ich finde schade, dass man nicht rennen kann hier. Na, ich will immer ein bisschen schneller entstanden gehen. Deswegen fand ich das ja immer so toll in Final Fantasy 14, dann konntest du immer Sprint einsetzen. Was geht, Hippo? Hippokrates, habt ihr kurz Zeit? Für euch, Clive, immer. Diesmal ist es eher für Mit. Das hat sie mir gegeben. Hm.
Schilde für einen Mithril-Antrieb. Mit überrascht mich immer aufs Neue. Und was steht hier noch am Rand geschrieben? Sie ist auf der Suche nach einem geeigneten Material. Es muss extremen Temperaturen aus dem Inneren standhalten, dabei außen kühl genug bleiben, um keinen Brand auszulösen, und es darf nicht so schwer sein, dass das Schiff sinkt. Wie ihr euch denken könnt, hat sie bislang noch nichts Entsprechendes gefunden. Ah ja. Wisst ihr vielleicht eine Lösung? Oder könnt ihr in euren Schriften nach etwas suchen? Vielleicht braucht sie kein neues Material, sondern einen neuen Ansatz. Was soll das heißen? Seht euch den See an, auf dem wir leben. Die Fäule im Wasser zersetzt sowohl Holz als auch Stahl weitaus schneller, als die Natur es eigentlich täte. Und doch haben wir uns aus eben diesen Materialien unser Zuhause geschaffen. Das stimmt. Aber Bardolf muss jedes Brett zweimal lackieren, damit es nicht fault. Und Obolus beschwert sich, dass ohne ausreichend... Oh, Pech. Verstehe. In alten gregorischen Schriften findet sich die Erwähnung von Mondtau. Diese Tinktur soll sogar den heißesten Flammen standhalten können. Bevor den Dragoons die Zähmung von Drachen gelang, ließen Burgherren ihre Mauern mit Mondtau bestreichen, um sie vor Feuer zu schützen. Hätten wir also diese Tinktur... Dann könnte Mit ein Material damit präparieren und es so für ihre Zwecke nutzbar machen. Wie und worauf sie es auftragen sollte, da wissen Bardolf und Obolus vielleicht mehr. Ich rede mit ihnen. Ihr kümmert euch in der Zwischenzeit um den Rest. Schließlich muss jemand die Zutaten für den Mondtau besorgen. Und wenn ihr damit fertig seid, berichte ich euch, was unsere beiden Freunde zu sagen hatten. Die Weisheit der Vergangenheit bleibt auch in der Gegenwart wertvoll. Danke, Harpokrates. Und wenn ihr andere um Hilfe bittet, sollte ich das auch. Und wir sollen euch dabei helfen. Genau. Ich versuche, die Zutaten aufzutreiben. Kommt jemand mit und hilft mir beim Suchen? Währenddessen könnte ich Hilfe gebrauchen, um mehr über die Anwendung herauszufinden. Seid ihr dabei? Immer. Gut, ich habe auch Zeit. Danke. Sicherlich könnten wir sowohl Jill als auch Taya bei den Nachforschungen assistieren. Entscheidet also selbst, wer von beiden euch begleiten soll, Clive. Die Folge ist relativ einfach. Stell dir vor, wir hätten schon auf Drustanos etwas von diesem Mondtau gehabt. Das hätte uns den Weg sicher erleichtert. Ich hätte diesen Ort wohl auch mit Mondtau nicht lebend verlassen. Aber ein Einkauf in Nordstedt... könnte ich gerade noch so überleben. Und, Clive, habt ihr euch entschieden? Wer begleitet euch bei eurer Suche? Was hat das denn überhaupt für ein... Hat das irgendeinen Unterschied? In Ordnung. Also, was sollen wir finden? Ist natürlich klar, dass ich Jill nehme. Vorbereitet. Hier. Weiße Chocobo-Eier? Pepio-Nüsse? Ist das auch die richtige Liste? Die Sachen klingen alle so... genießbar. Ich hätte gedacht, die Zutaten wären ausgefallener. Auch wenn sie alltäglich klingen mögen, besitzen diese Dinge längst vergessene Kräfte. Einst war die Nachfrage nach ihnen groß. Und zwar so groß, dass sie beinahe ausgerottet wurden, weshalb Mondtau in Vergessenheit geriet. Versucht es auf dem Markt in Nordstedt. Mittlerweile sind die Zutaten wieder weit verbreitet. Zum Markt also. Ich wollte dort ohnehin etwas kaufen. Ich gehe schon mal vor. Treffen wir uns da. Ist gut. Bis dann. Genießt die Zweisamkeit. Ihr auch, Taya.
Ja, ich glaube, je nachdem, wer man genommen hätte, kann man dann so ein Gespräch haben. An sich eigentlich gar nicht so schlecht. Dass ich natürlich Jill nehme, ist ja logisch, weil ich sie mehr mag. So, wo ist Jill? Tja, das ist die Frage. Es gibt Gerüchte, dass die Flut von Kristall. Fast jeder hier streckt sein Bein ins Wasser. Bei mir musst du nicht in den sauren Apfel beißen. Schon was Schönes gefunden? Ich sehe mich nur um. Aber was wir besorgen sollen, dürfte hier zu finden sein. Teilen wir die Liste auf. Jeder sucht ein paar Zutaten. Ist gut. Welche soll ich holen? Kümmere du dich darum die Pepio-Nüsse. Und um den Knoblauch. Ich übernehme den Rest. Und dann treffen wir uns später am Tor. Oh, ich dachte, wir können irgendwie gemeinsam kämpfen, aber anscheinend ist das nicht gewollt. Schlachtfrisch! Kauft, solange es noch Blut. Ein Freund von Quinten ist doch mein Freund. Was soll ich immer willkommen. Was kann ich heute für dich tun? Ach, Knoblauch muss ich kaufen. Bist du zufrieden? Mondtau. Was willst du denn? Na los, nimm. Meinen Teil habe ich. Ob Jill auch so weit ist? Halte die Sardinen schön kühl. Ich will nicht, dass du. Hast du alles bekommen? Hab ich. Hier. Knoblauch und Pepio-Nüsse. Prima. Jetzt muss Harpokrates aus all dem nur noch das Wundermittel brauen, das Mits Schiff davor bewahrt, Feuer zu fangen. Gehen wir noch ein paar Schritte, wo wir schon mal hier sind? Danke für den kleinen Ausflug heute. Mal was anderes. Das stimmt. Es ist schön, ausnahmsweise mal nicht kämpfen zu müssen. Mit dir hier zu sein, erinnert mich an unsere Kindheit. Weißt du noch? Damals auf der Marktstraße in Rosalit? Wie viel Spaß wir dort immer hatten? Nicht nur wir. Thorgal war immer dabei. Das stimmt. Und sobald er Würstchen gerochen hat, ist er ausgerissen. Und wir hinterher, quer durch die Stände. Jetzt könnten wir dich nicht mehr einholen, nicht wahr? Wolltest du nicht auch etwas für dich selbst hier kaufen? Wollte ich, ja. Mehr oder weniger. Molly aus der Küche meinte, dass es hier einen Stand mit köstlichen Küchlein gibt. Ich dachte, wir könnten uns eins teilen. Essen? Klingt gut. Und ich habe Brot gekauft. Große weiße Laibe, wie es beim Bäcker in Rosalit gab. Was sagst du? Ich dachte, wir könnten etwas Suppe dazu essen, aber dann habe ich vom Schinken gekostet, den der Fleischer hier verkauft. Oh. Alles in Ordnung? Sicher. Weißt du, es stimmt. Ich fühle mich hier auch wieder wie damals als Kind. Clive. Ist es falsch, das so zu genießen? Nein, Jill. So sollte das Leben sein. Und so wird es auch sein, wenn wir es geschafft haben. Wenn wir endlich frei sind. Das hoffe ich. Danke, Clive. Gut, wir sollten langsam aufbrechen.
Ich bringe die Zutaten gleich zu Harpokrates und Taya. Wir sehen uns im Versteck. Gib acht. Mach ich. Du auch. Also wenn man solche Szenen sieht, dann finde ich es dramatisch, dass, ne, wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung einfach. Also ich hoffe, dass dieser Spoiler, den mir gesagt wurde, nicht stimmt. Ja. Aber es wäre auf jeden Fall umso bitterer, wenn Joel stirbt, ja. Aber es wird halt mal wieder passen zum Spiel. Leider. Wie geht es mit der Recherche voran, Hippokrates? Gut, sehr gut sogar. Vielen Dank, dass ihr dafür den Einkauf erledigt habt. Ich habe Taya schon alles erklärt. Alles Weitere überlassen wir am besten ihr. Die Zutaten haben wir ja nun. Bleibt nur noch das Brauen. Das übernehme ich. Beim Herstellen mysteriöser Gebräue macht mir keiner was vor. Das glaube ich dir gern. Und was ist mit den Schilden selbst? Sind schon in Arbeit. Bardolf und Obolus kümmern sich darum. Sie meinten, es dauert nicht mehr lang. Danke. Euch allen. Gern geschehen. Jill, kommst du mit mir in die Krankenstube? Eine helfende Hand kann sicher nicht schaden. Natürlich. Ach, und Clive? Danke. Es war schön, einfach bei dir zu sein. Ach man, wie ein liebes Paar, ey. Wie es scheint, ist unser Werk fast vollbracht. Schade. Ich habe die Abwechslung durchaus genossen. Sind die Schilde und der Mondtau fertig, muss die Tinktur nur noch aufgetragen werden. Allerdings muss danach ausgiebig geprüft werden, ob alles funktioniert. Vielleicht sollte jemand mit Bescheid geben. Das übernehme ich. Danke, Hippokrates. Schön, 500. Gut. Dann sollte ich mit wohl Bescheid geben. Der Mann, der euren Eltern wehgetan hat. Echt, wie kann Edith nur Bücher ohne Bilder? Das ist so langweilig. Deswegen lese ich auch immer nur Mangas. Tut mir leid, dass es gedauert hat, Mitt. Dafür kann ich dir sagen, dass die Schilde in Arbeit sind. Ihr habt was gefunden? In gewisser Weise ja. Hippokrates wusste von einer hitzebeständigen Substanz. Die sollte den Schutz liefern, den das Schiff braucht. Der Schild wird jetzt unter seiner Aufsicht konstruiert und getestet. Perfekt. Ich wusste, du schaffst das. Aber nicht doch. Ich war nur der Laufbursche. Also dann, mal sehen, wie wir den ganzen Kram zusammengeschraubt kriegen. Auf zum blühenden Amboss! Ihr wollt, dass ich was mache? Ich schmiede Schwerter und Schilde. Nicht irgendwelche Wärme, was auch immer das war. Verschubaggregate. Sag ich doch. So oder so, hier baue ich den Kram nicht zusammen. Hier steht genug Zeug rum.
Ich zieh nach draußen um. Mit, du holst uns die Teile oben vom Deck. Ich übernehme hier den Rest. Schon dabei. Und bring mir den größten Hammer, den du findest. Ich werde hier gleich ordentlich die Funken fliegen lassen. Wie sie sich von der Lautstärke her freut, aber die Gesichtsmimik erlaubt das nicht. Einige Zeit später. Es ist endlich vollbracht. Ja, endlich. Ich glaube, mein verdammter Arm fällt gleich ab. Danke, Clive, Schledon. Ihr seid toll. Und das Ganze wiederholen wir jetzt noch dreimal. Wie bitte? Das war erst der Auftakt. Die Enterprise hat 4 Mithril-Antriebe. Und da brauchen wir natürlich für jeden ein Aggregat. Das heißt also... Keine Sorge. Den Prototypen haben wir ja abgehakt. Den Rest bauen meine Jungs in Canva. Die werden sich freuen. Auf jeden Fall. Und legt meinen Ellbogen auf Eis. Wenn noch mehr Arbeit ansteht, macht sie gefälligst selbst. Was hast du denn? Ich denke nur an die Zukunft. An den Tag, an dem die Enterprise endlich dem Horizont entgegensegelt. Auf der Suche nach einem Land ohne Fäule. Das war unser Plan für sie. Damit wir dann, wenn hier alles den Bach runtergeht und die Kontinente komplett schwarz werden, vielleicht doch eine Chance haben. Das war unsere Vision. Unser letztes Ass im Ärmel sollte sie sein. Aber jetzt, wo es fast fertig ist, merke ich, dass ich mehr für sie will. Sie soll kein Rettungsboot sein, an das wir uns klammern, weil wir keine Wahl haben. Ich will... Die Leute sollen nicht auf ihr segeln, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen. In einer Welt, in der wir nicht nur überleben, sondern unsere Leben leben. Ich arbeite daran. Ich will nämlich auch, dass dein Wunsch wahr wird. Das dachte ich mir fast. Pass auf, ich weiß, was ich mache. Sobald die Enterprise seetauglich ist, mache ich dich zum Kapitän. Du wirst das Richtige mit ihr tun. Bist du dir da ganz sicher? Irgendwas sagt mir, dass Paps das so gewollt hätte. Er wäre stolz auf dich. Du gehst jetzt zu seinem Grab, oder? Das wollte ich. Und jetzt, wo dein Projekt fertig ist, kannst du sicher auch mit. Klar. Ich muss nur eine kleine Sache erledigen. Bin gleich da. Also gut. Ich sag Otto, dass du mitkommst. Wir warten in der Messe auf dich. Ei, ei, Captain. Okay, wir haben einen... Mit sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Wir haben einen neuen Auftrag. Zur Nebenaufgabe. Da bin ich immer voll dabei. Dass du gerade hier bist. Du bist nämlich der Einzige, der mir jetzt noch helfen kann. Was ist denn? Ach, es total begeistert. Was ist denn? Jo. Ein fantastisches Gerät. Du hast eine Flüssigkeit, dann rein damit. Und sie ist im Nu destilliert.
Das Problem ist, dass sich nur ein Teil der Verunreinigungen damit filtern lässt. Und für unsere Zwecke reicht das nicht aus. Deshalb arbeite ich an einem Filter, der wirklich alles rausbekommt. Was meinst du? Würdest du mir dabei helfen, das Material dafür zu beschaffen? Diesen Alembik könnte Taya sicher auch gut gebrauchen. Zum Herstellen von Arzneien. Also gut, warum nicht? Wunderbar, vielen Dank. Was fehlt dir denn genau für diesen Filter? Da kommst du nie im Leben drauf. Bomberasche. Eine kleine Menge davon hat sich Mit wohl in der Universität geliehen. Ich habe natürlich nicht weiter gefragt. Das Zeug ist wirklich einzigartig. Selbst die schwarze Brühe aus dem See wird damit klar. Also habe ich mich schlau gemacht, wo wir mehr davon bekommen können. Und weiter bin ich nicht gekommen. Die Asche kriegt man nämlich nur aus den Überresten von Königsbombern. Und da komme wohl ich ins Spiel. Wenn du so gütig wärst. Ich habe gerade erst einen Anschlag am Jagdbrett für einen gesehen. Ich würde ja selbst gehen, aber fiese Feuerbälle erlegen ist nicht gerade meine Stärke. Naja. Ich glaube, das liegt dir besser. Ist gut. Ich versuche mal mein Glück. Vielen Dank und frohe Jagd. Und frohe Jagd, sagte. So. Okay. Da ist er, der Topf in San Prege. Okay. Dann schauen wir doch mal. Boah, Sekunde, mein Stuhl will wieder runter. Ich hasse diesen Stuhl. So, jetzt machen wir das Ladekabel einmal ab von dem Controller. Das nervt mich einfach. Tierisch. Haben wir noch mehr? Oder? Doch. Ja, warte, dann quatschen wir kurz einmal mit Otto. Na, Clive? Lebst du noch? Nein. Ist mit fertig damit, das halbe Versteck durch die Lande zu scheuchen? Ja. Ich schwöre, dieses Mädchen tut alles, um dem Besuch an Papas Grab zu entgehen. Kommt sie jetzt wenigstens mit? Ich denke schon. Da ist wohl noch eine letzte Sache, die sie erledigen muss. Aber sicher ist sie bald hier. Hat sie gesagt? Wortwörtlich? Ja, hat sie. Clive. Sie kommt nicht. Du eigentlich auf dem Mond? Sie muss nichts erledigen. Wahrscheinlich ist sie inzwischen schon halb in Canva. Ach, Matt. Vielleicht erwische ich sie noch. Mit sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Echt? Ist das Ding bei dem Haken mit? Obolus, hast du mitgesehen? Yep. In einem Boot. Ist in die Richtung. Ach, dann bin ich zu spät. Wieso haben's denn heute alle so eilig? Ich habe ihr angeboten, sie rüberzufahren, aber sie war sofort weg, hat ein Boot gemietet und ist davongerudert wie von der Hummel gestochen. Hat ganz schön Energie, die Kleine. Aber egal, gut, dass du hier auftauchst. Ich wollte sowieso gerade hoch zu dir. Ich habe hier ein Schreiben für dich. Kam per Kurier von deinem Onkel und der meinte, ich soll's dir nicht nur persönlich übergeben, sondern auch noch unverzüglich. Ist hiermit erledigt. Danke, Obolus. Keine Ursache. Was gibt's Neues, Onkel?
So, mein lieber Junge, meine Reise nach Canva war ein voller Erfolg. Den Freund, den ich erwähnte, hat sich bereit erklärt, nicht nur seinen Geldbeutel für uns zu öffnen, sondern auch sein beträchtliches Wissen über die Vorgänge in der Stadt mit uns zu teilen. Wodurch ich auch von den Bemühungen einer gewissen jungen Freundin von dir erfahren habe. Ich persönlich hege keinen Zweifel, dass Fräulein Tillermans Vorhaben ein edles ist, doch ich gehe davon aus, dass die Canversche Gilde die unerlaubte Benutzung ihrer Werften nicht gutheißen wird, egal ob diese verlassen sind oder nicht. Und wenn die Gerüchte bereits meinen Freund erreicht haben, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis ihr die Gildenmeister auf den Leib rücken. Deswegen schicke ich dir diese Nachricht. Ich hatte gehofft, deine Meisterspeer gab für ein 2 Monate auszuleihen, damit er hier die Augen für uns offen hält und uns vor eventuellen Angriffen warnt. Ich bin sicher, dass du die Vorteile dieses Arrangements erkennst. Probleme in Canva. Na gut, so kann Gavin mit im Auge behalten. Soll heißen, Mitt hat uns die Drecksarbeit machen lassen und ist dann entspannt in den Feierabend gesegelt? Jo. Seht da. Ganz so aus. Tja. Und was lernen wir jetzt daraus? Wenn du das nächste Mal Sid besuchen willst, dann kette sie besser irgendwo an, bevor du ihr davon erzählst. Kommt, seid nicht so streng mit ihr. Gibt's zu, auch Knochenarbeit kann Spaß machen. Alle packen an, Erfolgserlebnisse und so. So ist doch auch die Bude entstanden. Hast recht. Na siehst du? Können wir dann so langsam los zu Sid? Ich würde lieber früher als später in Canva aufschlagen. Ich kann ja Lord Rossfield von den 7 hohen Häusern schlecht warten lassen, oder? Nicht nachdem er mich persönlich angefragt hat. Gav und ich gehen dann. Sieh du hier nach dem Rechten. Ihr könnt auf mich zählen. Aber richte Sid und den anderen meine Grüße aus. Ja? Ach übrigens, Jill wollte auch mit. Hat wohl noch was zu erledigen, wollte aber nachkommen. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Ach super, ich darf gar nichts machen dann. Das ist ja blöd. Naja gut, dann machen wir das.